ich bin der Kevin Hagmann. Wir sind auf dem Madelbachhof daheim. Zu mir nach mir gehört Leandra, meine Frau und Tirina. Wir wohnen zusammen hier wohnen und den Hof bewirtschaften. Wir haben etwa 23 Kühe und einen Muni und etwa 25 Mastzauen. In erster Linie sind wir eigentlich drauf gekommen wegen meinem Kunden. Es war immer die Frage, wie die Tiere leben hier. Und das war hier noch schwierig. Man hat ja, da kennt man in den normalen Mastlinien, kann man nicht einfach in den Stall laufen und oh, wie haben sie die Tiere, ich komme, ich gehe mich überzeugen. Und dann hat man gesagt, wir wollen irgendetwas machen, dass das einfach automatisch läuft, ohne dass wir rum sind. Oder? Und dann haben wir das ein bisschen rumgestudiert und dann mit dem Vorher eigentlich schon Fleisch verschickt per Post. Und nachher auch weiter weg und dann hat es auch immer geheißen, ja, wie leben denn die Tiere? Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir müssen auch für die irgendwie etwas arbeiten, vielleicht kann man das kombinieren. Und darum sind wir eigentlich auf den Livestream gekommen, wo sie jederzeit selber schauen können. Falls die Technik funktioniert, was nicht immer der Fall ist. Wir haben verschiedene E-Mails bekommen und Anrufe und Briefe, die sie hinterlassen, wenn sie irgendetwas posten wollen, im Selbstbedienungskühlschrank bei uns auf dem Hof. Und die sind eine Art durchwegs positiv. Klar, wenn es irgendwo in den Medien drin ist, 20 Minuten oder so, hat es dann da auch Kommentare gehagelt von diversen Gruppierungen wie Veganer, dass das da gerne nicht geht. Man sollte da eine Bauernkamera auf den Kopf schnallen und so weiter. Nein, es natürlich auch okay. Aber nein, es waren wirklich mehrheitlich positiv gewesen. Zwischendrin muss man hier die Linsen putzen. Zwischendrin ist das immer so versabbert und verschissen und dann sehen die Leute nicht mehr auf unserer Homepage, was da läuft bei den Sauen. Wir stehen auf dem Feld der Kamerasauen, von der Freilandsauen von uns. Im Hintergrund sieht man die momentan Parzellen, die recht eingeschneit ist, halt, logischerweise. Das sind die vier Parzellen für die vier Gruppen, die wir haben. Zwei Vormast- und zwei Ausmastgruppen. Im Herbst bis im Oktober ist hier noch Mais gestanden. Angefangen haben wir eigentlich auch hier mit den Freilandsauen, sind in den Wasser gekehrt, dann hat man Mais gesagt. Nachher hat man den Mais weggenommen, jetzt sind sie hier für die Schoppelbearbeitung. In der Zwischenzeit im Sommer sind sie eine Art gespiegelt auf der anderen Seite gewesen und haben dort eigentlich den Wasser gekehrt und dort hat man dann in Grünrocken eingesagt. Fliegen müssen wir nicht in dem Sinn. Da machen eigentlich alle Sauen. Sie kehren den Wasser, sie fressen die Wurzeln, sie fressen das Gras. Da ist nachher eigentlich alles so fast saatfertiges Beet. Wir sind dann einfach so zur Auflockerung sind wir noch mit dem Geohobel durchgegangen. Aber wir können sagen, wäre es fast nur mit einer Federzeit gegangen, auch leichter. Die Gesundheit hat sich stark verbessert, seit man vor allem die Gruppe reduziert hat und auf Freilandhaltung umgestellt hat. Wir hatten vorher viele Probleme mit Hiss, mit Darmverträgen, mit Abgängen. Und da hat eine Art an dem Tag gehört, wo man auf Freiland umgestellt hat und wo man die Gruppe stark reduziert hat. Früher haben wir 100 Marschplätze gehabt und jetzt sind wir momentan noch 50 beleidigt auf der gleichen Fläche. Der Nachteil von der Freilandhaltung ist sicher die Futterverwertung. Wir haben jetzt momentan irgendwo knapp 3 Kilo Futterverwertung pro Kilo Zuwachs und vorher sind wir da natürlich irgendwie unter 2,5 fast gewesen, oder? Also die brauchen im Sommer viel mehr Energie mit Wasen umgraben, mit Raussäckeln, Reinsäckeln. Da braucht alles Energie und das geht zulasten von der Futterverwertung. Ja.
Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja. Grosse Investitionen hat man eigentlich nicht gehabt. Wir waren schon eingerichtet für die Direktvermarktung. Von dem hat das eigentlich recht gut drin gepasst. Und wenn man sieht, wie gut es die angeht und wie gesund das sind, würden wir es wieder machen. Aber da kann man natürlich erst irgendwo in 4-5 Jahren sagen, wenn man längerfristig da so betreiben oder nicht.